mal in der Zeit, während meine Stadt momentan kaputt geht, kann ich mal zu dir rüber gucken. Den Zuschauern mal schöne Städte zeigen. Lol, das sieht echt nice aus. Also das Interessante ist, bei dir stand jetzt noch 22.000. Wie viel hast du denn jetzt eigentlich? Ich hab. Wie viel? Was willst du wissen? Einwohner. 31.000. Oh. Also bei mir sind es jetzt hier bei dir noch 15. Aber da schießen jetzt auch schon überall die großen Gebäude raus. Jojo. Geil, das Baufeld von dem Haus selber ist oben auf dem Gebäude. Ah. Aha. Sieht mal auch schön aus. Aber das mit dem Kreisen ist wirklich ganz interessant gemacht. Das war eigentlich mehr ein Versehen, aber da war die Straße schon gebaut und ich mir gedacht, der kommt, bleibt so halt. Nö, nee, schon wieder keine. Ach lol, du hast eine Straße unter der Straße. Ja? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, wo finden die eine hin? Das ist neu. Frag mich nur, ob da nachher auch noch eine Straßenbahnhaltestelle hinpasst, weil ich baue es gerade extra alles so aus dafür. Dass ich da später auch mit der Straßenbahn verwenden kann. Ja, das wird schon gehen. Irgendwo muss die Straßenbahn schon ranpassen. Und wenn nicht, muss irgendwas anderes verweichen. Gehe ich auch mal davon aus, dass sie da ranpassen wird. Was willst du? Vertikalturbinen sind freigeschaltet. Yay! Na, endlich! Die Forschung war zwar schon fertig und die Uni steht schon lange nicht mehr. Das war der freiwillige Student. Der hat das Projekt ganz alleine gemacht. Ja, deswegen hat es auch so lange gedauert. Ich wollte gerade sagen, juhu, meine Straßen sind frei. Ich soll erstmal 300er Kredite aufnehmen, damit ich meinen Windpark bauen kann. So, muss ich mal ganz kurz gucken. Nein, ich will kein Öl abbauen. Ich will ja Erz abbauen. Oh, ja, das habe ich aber gut gemacht. Da habe ich aber echt gut geplant, hey. Genau in der Kurve kann ich jetzt mein Erzbergwerk bauen. Also wenn wir jetzt noch 2 Minuten aushalten, dann haben wir exakt 3 Stunden. Kriegen wir hin. Ja, ne? Das packen wir noch. Na klar. Ich habe jetzt... Knechten wir dich noch. Ja. Ja, du lachst, aber gleich nicht mehr. Wie jetzt? Einfacher Gehweg 3. Ach komm, weg damit hier. Baue ich da jetzt auch noch eine neue Straße hin. So, der große Umbau wurde jetzt hier betrieben, ey. Bin mal gespannt, ob die Zuschauer jetzt sagen, ja, scheiße aus oder nee, hätt's gar nicht umbauen brauchen. Die werden mich wahrscheinlich erstmal in Grund und Boden flammen. Du bist viel zu langsam! Passiert gar nichts! Nochmal alles von vorne, das geht aber überhaupt nicht. Nee. Ja. Nochmal von vorn, geht schon klar, da. Warum nicht? Ja, so wie ich. Das hätte meine Oma in 5 Minuten gemacht. Wenn sie dann mal den PC ankriegt, hätte ich dann gesagt. Ja. Was für ein PC? Schreibmaschine. Ich glaube so... Oh ne, ich könnte jetzt was richtig Mieses bringen. Ich könnte jetzt was wirklich richtig Mieses bringen. Ne, lieber nicht. Nee, hau raus. Ich wollte schon sagen, so jung sind die glaube ich auch nicht, dass sie noch Schreibmaschinen können. Nice. Da hast du einen rausgehauen. Naja, kennst mich doch, ich bin direkt. Manche Zuschauer lieben das nicht bei mir. Es gibt aber wiederum auch einen Haufen, bei mir, die damit leben und die das super toll finden. Geht in die Kacke hin nach hier. So, jetzt habe ich meine Lieblingswindturbinen wieder aufgestockt. Jetzt dreht euch. Hallo, ihr Scheißteil, ihr sollt Strom produzieren. Hallo? Oh fuck, ich habe den Park hier abgerissen, den sollte ich vielleicht auch wieder aufbauen. Wie geschlossen, wir stellen. Achso, jetzt dreht sich's. Na also, geht doch. So, meine Stadt baut sich auf, so langsam. So, mein Strom ist wieder im grünen Bereich. Laut meiner Anzeige haben wir 3 Stunden, 3 Minuten. Yo! Oh, Arsch eingeschlafen. Oh.
So. Hallo, kann der Strom jetzt auch überall wieder ankommen? Ach, mir hat man ja irgendwie vorhin mal geschrieben, da kann ich ja mal kurz aufs Handy gucken. Dann müssen sich hier mal die Gebäude aufbauen. Der Strom braucht aber ganz schön lang, bis der wieder da ist. Eigentlich nicht. Na, ja, komm. Bei mir sind immer noch einige Gebäude ohne Strom. Räumst die scheiß Feuerwehr. Ich finde das sehr interessant. Das staut sich hier bei mir immer nur an ein, zwei Stellen. Was wollen die eigentlich hier, die ganzen Leute? Kehrt zurück nach Hause. Warte mal, Prozessoren müsste ich doch jetzt eigentlich bauen können, oder? Ja klar, kann ich bauen. Wurde gekündigt, ist auf dem Weg nach Hause. Oh. Wer ist auf dem Weg nach Hause? Hat ihren Job verloren. Oh Gott. Oh. Herkunft die Saftsäcke. Wurde gefeuert und ist auf dem Weg nach Hause. Wurde gekündigt, ist auf dem Weg nach Hause. Was? Finde ich gut. Aber war das ja, die kann ja jetzt wieder anfangen, wenn sie will. Also, Platz genug ist ja. Wow! Ich habe durch Zufall eine Drohne, so eine Art, so ein UFO-Auto gefunden. Lol. Cool. Das war einer von meinen. Badam, 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 badam. Ich habe kein Geld mehr. Nur noch 50.000. Wie jetzt? Ja, nur noch 50.000. Wurde gefeuert. Ja komm, ich gucke auch mal meinen Leuten zu. Wollen wir dann mal jetzt hier einen Cut machen? Pause? Ja, so? Würde ich sagen. Hat die Kündigung bekommen. Wieso? Die kommen alle von dir. Die gehen alle bei mir arbeiten. Deine Leute verstopfen meine Stadt. Besorgt den Arbeit. Scheiße noch ein. Was hast du sonst noch für Anbindung? Hast du eine Wasseranbindung? Warte mal. Guck mal hier. Herkunft. Pazifik, Immo und Opfer. Well? Das ist doch auch eine tolle Firma. Wo sind die? was habe ich für eine Anbindung? Ob du eine Wasseranbindung hast. Ja, aber noch keinen Hafen gerade. Okay. Also einer kam von mir sogar gerade eben aus dem Hauptprojekt oder aus dem Großprojekt. Okay. Wurde auch gefeuert, oder? Nee, da stand nichts bei. Da stand nur, kommt vom Großprojekt. Achso. Also von der Archäologie. Also ich hatte mal 40 Tonnen geliefert. Ah, was ich ja machen kann. Da ich ja jetzt keine Prozessoren mehr habe und ich ja recht gut Geld verdiene. Ich kann ja jetzt die Schmelzbude wieder aufbauen. Nein, ich will nicht ins Ölgeschäft einmarschieren. Konrad Büttner, Hatzimmeloniens, will sich etwas zu essen kaufen. Herkunft die Saftsäcke. Steht bei mir im Stau für die nächsten 3 Tage. Ich hoffe, der hat genug zu essen dabei. Nee, da will sich doch was kaufen. Hat seinen schlecht bezahlten Job verloren. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Besser, wie wenn er einen gut bezahlten Job verloren hätte. Ja. Ist jetzt zumindest meine Ansicht. Aber sieht das SimCity bestimmt auch wieder anders. Ja, wie? Ich habe nicht genug Verkehrsmittel für meine ganzen Touristen-Mongos. Dann geht aber mal gar nicht. Erstmal neue Busse bauen. So, ich kann die Schmelzbude bauen und wenn ich die Schmelzbude bauen kann, dann kann ich ja rein theoretisch auch. Wo brauche ich denn die hin? Hafen. Ich baue jetzt einen Hafen. Oh, ich bin wieder im Plus. Ich fasse es nicht. Ich bin nur im Minus, wenn wieder so schwule Zombies ankommen. Im Minus meine ich natürlich. Dö, 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 dö. 21.000 für so eine komische Schmelzbude. Alles klar, kriegen wir hin. So, und jetzt kann ich nämlich mein Handelslager auch umrüsten auf die Scheiße wegreißen. Und dafür bauen wir jetzt hin Metall. Genau. Kann ich wieder Metall liefern? Das ist gut, also die ersten Legierungen sind wieder unterwegs. Über 100 Legierungen sind schon drin und 70 Metall. Allerdings kommen sie mal wieder nicht zurück. Ach, scheiße, ich muss ja noch Kohle importieren. Das heißt, ich brauche noch ein Handelslager. Obwohl, nee, ich kann ja Kohle selber abbauen. Scheiße, habe ich ja schon wieder ein Stufe 3 Gebiet hingebaut. Okay, ich muss importieren.
So, ein Handelsdepot. Ja, hä? Ach so. Handelsdepot, wie sieht's denn da jetzt? Ja, die sind alle nicht bei mir in der Stadt. Die sind irgendwo unterwegs im Nirvana verschollen, meine Könnte mir mal einer bitte Geld Tage. schicken? Wie viel brauchst Ja, du? geht nicht. Bin ich angebunden. Keine Ahnung. Ein bisschen was, nicht viel. Weil ich krieg irgendwie gerade kein Handelsdepot mehr geschissen. Ist unterwegs. Gut, dankeschön. Ich habe jetzt auch gar kein Verkehrsproblem mehr. Ist voll geil. Ja, die sind Scheint, alle habe ich bei mal ein mir. paar Park and Ride da reingesetzt. Jetzt müsste mal Ich habe noch wieder nicht mal auf. öffentliche Verkehrsmittel und kein Verkehrsproblem. Ich habe so dermaßen viele öffentliche Verkehrsmittel und Verkehrsprobleme. Oh, meine Kacke ist schon wieder am Dampfen. Kann ich das ausbauen? Nein, kostet 40.000. Ich wollte Schiffe, Schiffe, Transport, Boote. Ich verkaufe dir sogar meine Kacke. Was? Und ich habe ein Kacke-Problem. Weia. Oh, das kann ich direkt da vorne anbauen. Ich hoffe, das ist auch schon direkt an der Straße angeschlossen. Das wäre ja göttlich. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen das wirklich einen Cut. Es ist nicht angeschlossen. Verdammt. Oder? Ja, Cut wäre eine gute Idee. Ich muss jetzt hier das Ding nur noch schnell anbauen. Und wir warten noch ganz kurz, bis die Kohle kommt. Toll, ich kann es nicht an die Straße anbauen. Räuber überqueren die Stadtgrenze. Ja, sehr nett. Fuck, okay, das Ding wieder abreißen. Wie habe ich denn jetzt ein Verkehrsproblem? Tatsache, bei mir ist gerade der Verkehr zusammengebrochen. Dann muss ich mal in der nächsten Folge dafür sorgen, dass die Öffis ausgebaut werden. Also schau mal kurz noch, bevor du die Aufnahme beendest, in meiner Stadt mal vorbei. Ich habe noch ein paar geile Brücken gebaut. Du und deine Brücken, ey. Ja, das bietet sich doch in der Stadt so dermaßen gut an. Dann gucken wir mal, wie spät haben wir es denn jetzt überhaupt? So, Hafen ist 18 Uhr. angebaut. Cool. Bei mir brennt so ein riesiger. Ja, Pension, Wirrwand. Jetzt ist er kaputt. Eine Brücke? Ich sehe keine neuen Brücken. Ja, eine Brücke, ganz rechts am Wasser. Okay, dann wird jetzt meinerseits gucke ich dann Die jetzt auch Runde war da nochmal. vorhin auch schon da. Nein, nicht die Runde, die weiter unten. Die lange. Ich finde hier keine. Die riesige, die unten am anderen Meer, in der anderen Meerbucht ist. Meerbucht in der anderen. Das ist eine Wenn du Autobahnbrücke. von der Autobahn reinschaust, rechts, ganz rechts. Ganz rechts. Die Da sehe ich nur die riesige. rote. Okay, wird es bei dir vielleicht noch nicht angezeigt? Kann sein. Dann Dann geht geht wieder deine. meine Stadt. Ja, verzieh dich wieder. Dann gucke ich jetzt noch ganz kurz beim Stefan rein und dann. Ja. Oh, das sind ja wirklich jetzt. Ach du Scheiße. So viele Brücken. Weia. Was? Wieso habe ich denn jetzt hier 100.000? 100.000 Leute? Nein, Kohle. Ach so. Kam das schon an, dein Geld? Wie viel hast denn du geschickt? Ja, 100.000. Oh, dann kam es schon an. Ging aber dann doch relativ links. Auch aber, ja. Kann man nichts gegen sagen. Sieht ordentlich aus. Warum hat sich jetzt hier urplötzlich mein Dingens verändert, mein Mauspfeil? Was? Ja, war ja schon wieder klar, dass die Fabrik schon wieder explodiert. Warum habe ich gleich zu Anfang eine große Feuerwehrwache gebaut? Weil ich genau weiß, dass das passieren wird. Ich nicht. Brauche ich aber auch eigentlich nicht, weil die Fabrik da oben ist mir egal. Weißt du was? Ich reiße es. Die Prozessorfabrik, die reiße ich jetzt trotzdem nochmal ab. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Wow, ich habe keinen Stau. Wenn ich in meine Stadt reinkomme, ja, das war's schon wieder. Jetzt hast du es gesagt. Ja, das war's dann. Scheiße.
Das muss ich ja noch für meine Kacke sorgen. Jetzt, wo ich ja das Geld noch dafür habe. Vielleicht mal das dafür investieren. Du solltest aber, wenn möglich, vielleicht baldigst einen Fährhafen haben. Weil? Weil dann wegen Leute kommen nicht mehr per Auto. Achso. Die sollten Ach dann so, ein. damit es deiner Stadt wieder besser geht. Ja, sicher. Damit ich wieder Gewinn mache. So gesehen, durch meinen Handel. Wo kloppe ich denn den jetzt an? Ich könnte ihn da hinbauen. Ne, Ja, dahin ganz nicht. ehrlich, ich habe ein richtig kleines Stadtgebiet, wo Leute wohnen und trotzdem 102.000 Einwohner. Das ist klar. Da könnte ich den Fährhafen hinbauen. Da dürfte es vielleicht sogar hinpassen. Ja, passt auch. Ach, zu wenig Geld. Ja, das Ja, macht Sinn. das ist dann scheiße. Ja, ich kann ja nicht mal einen Kredit aufnehmen, den habe ich ja schon. Oh, die ganzen Lager sind voll. Vorrat für 305 Monate. Ist ja kein Wunder, wenn hier sich nichts bewegt. Es ist alles. Ah, es ist zum Kotzen. Ich glaube, da kommen gerade ein Haufen Leute vom Großprojekt zu mir. Zurück in die Stadt. Ich kriege einen Plastiktransporter zurück. Warum kriege ich einen Plastiktransporter zurück? Ich habe doch, mach doch schon seit Ewigkeiten kein Plastik mehr. Exportierst du's? Ja, aber doch kein Plastik. Obwohl. Doch klar, ich stelle ja Plastik über die Raffinerien her. Was siehst du? Ist nur der eine und wo ist der Rest von den ganzen Yogis? Oh, die stecken immer noch da hinten im Stau bei dir in der Stadt drinnen. Die kommen da nicht weg. Was in der Stadt? Ja, also im Randbereich, die sind auf der Autobahn und bewegen sich keinen Millimeter. Wir müssen auf die mittlere Spur wechseln. Wäre wahrscheinlich besser. Weil die hängen da, die hängen praktisch genau an der Ausfahrt, ja, genau im Randbereich so gesehen von deinem Ausfahrt, von deiner Aus. Da, wo es bei dir in die Stadt reingeht, da hängen sie bei mir fest. So, Hafen gebaut, damit du glücklich bist. Dankeschön. Bin ich mal Was gespannt, ob kostet das so dann ein auch Hafen? funktioniert. Ach, nur 32.000. 31.000. Ich Hier baue bringt's nämlich ja jetzt gerade auch einen nichts. hin. Hier bringt's ja nichts derzeit. Ja, doch, damit ich mit euch verbunden bin. Stimmt, dann ist die Anbindung ja endlich da. Echt? Ja, eigentlich schon. Nee. Theoretisch, wenn ihr am Meer seid. Ist nicht. Nicht? Ah, scheiße, ihr seid in euren eigenen kleinen Tümpel da hinten. Genau, wir sind in unserem kleinen Tümpel. Aber was Hattet ihr wäre. nicht Bahnschienenanbindung untereinander, ihr beide? Ja, stimmt. Ich habe Bahnschienen, ja, aber ich weiß nicht, wo die hinführen. Weil die kommen irgendwo aus dem Tunnel raus. Also ein Tunnel, ja, da ist ein Tunnel und auf der anderen Seite ist auch der Ich finde die andere vermutlich Seite nicht. gut. Aber wenn ich eine Zuganbindung mit Stefan habe, dann müsste er auch eine Anbindung mit dir haben. Rein Theoretisch theoretisch. ja. Also bei Wollburg geht die Schienen rein. Bei dir kommen sie direkt neben der Stadt raus. Ja, dass sie bei mir rauskommen, das sehe ich Die ja. gehen bei dir durch. Durch die Stadt da. Ja, die Genau gehen halt so. oben ein kleines Stück durch und dann kommen sie hinten oder Ja, gehen halt genau, wieder dann baue irgendwo ich jetzt anders den hin. Bahnhof. Bringt aber wenigstens bringen, weil ich habe keinen. Ja, egal. Dann habe ich schon mal einen. Dann kannst du das ausbauen, dann könnte ich theoretisch. Ja, dann kann ich endlich mal die Fabrik da oben wegmachen, die ganze Zeit explodieren. Ja, wenn sie eh die ganze Zeit nur am Platzen ist, dann brauchst du sie da hinten ja eh nicht. Nee. Brauche schon mal die Vorbereitung für den Zug. Ja, dafür müsste ich jetzt unten meine ganze Wohnsiedlung schon oder die ganze Straße schon wieder wegreißen. Nee, das Naja. verschiebe ich aufs nächste Mal. Also ich gucke jetzt noch bei Stefan einmal kurz rein. So. Und dann verabschiede ich euch in die nächste Folge. Auf jeden Fall aus meiner Sicht. Weil ich habe keine Lust, jetzt die ganze Zeit unter 3 Stunden 18 Minuten zu rendern. Ja, schneiden kommt ja auch noch in den ganzen Spaß. Es ist ja. Ja, ihr habt ja nächste Woche Zeit. Ja. Ich bin ja nicht Was? da. Da wird es einen Tag komplett nur mit Schneiden zu tun haben. Oh ja, oh ja, oh ja. Das wird morgen sein. Morgen werde ich einen kompletten Rendertag machen. Da kann ich aber auch. Naja, ich habe ja mit YouTube eigentlich aufgehört. So gesehen. Naja. In einem Jahr mache Also. ich wieder irgendwas anderes. Ich streame. Da geht nur mit dem Bock. Mist Internet bei mir nicht.
Naja. Ja. Ich finde Na, dann gehe ich nochmal in meine Stadt und dann. es ist aber auf jeden Fall sehr interessant, irgendwie so in den Morgenstunden ist es kein Problem auf der Autobahn. Und dann Ja, will ab auch keiner Mittag fahren. ist, ja, ab Mittag ist alles Das ist dicht. Berufsverkehr. Auf jeden Fall habe ich einen Stau zu imaginären Städten neben mir. Warum? So, dann ja, auf jeden Fall. Wie sieht's mit euch aus? Macht's jetzt auch Feierabend? Ja, ich Ich baue denke noch schon. kurz Bahnhof und dann war es das auch. Alles klar, dann sage ich jetzt auf jeden Fall schon mal aus meiner Sicht, bis zur nächsten Folge. Bye bye. So. Ready, aim, fire!